Moin Moin Leute, herzlich willkommen. Ich habe hier noch ein schönes kleines Case Review. Und zwar ist das ein Belkin Case, das wie folgt aussieht. So. Das ist ein Case für iPod Touch Second Gen, hat mir der Felix gesagt, weil der Felix von MMR, Link hier oben irgendwo, hat mir das zukommen lassen. Und ja, das ist ein Zwei-Element-Case, nenne ich das mal, weil zum einen hier Filz-Elemente, das Ganze angebunden von Leder, wie ihr sehen könnt, original, Belkin. Hat hier hinten auf der Rückseite auch nochmal das Logo drauf. Das Ganze ist sehr ansprechend vernäht, hat zur Sicherheit hier diesen Clip mit, wie nennt man den Verschluss? Ihr wisst schon, ich komme noch nicht gerade drauf. Ich stecke da jetzt einfach mal mein iPhone 3G rein. Das wird zwar jetzt nicht ganz so hundertprozentig passen, aber es passt doch besser als ich dachte. Also so würde es dann aussehen, wenn ihr euer iPod Touch da drin habt. Könnt ihr sehen, funktioniert sogar. Und ja, das hat natürlich jetzt bei mir nicht so hin, so wie weil beim iPod Touch ja der Kopfhöreranschluss unten ist, was bei mir ja oben ist. Aber naja, das nur mal so als Eindruck. Ne? Hier ist das schon leicht auseinandergegangen. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Und ja, hier wie gesagt, langt es nicht ganz, weil ich glaube, das iPhone ist ein bisschen länger als solches, also als das iPod Touch. Deswegen funktioniert das hier auch mit dem Knöpfen nicht, aber wie gesagt, mit dem iPod Touch Second Gen, das kann der Felix von MMR bestimmt bestätigen, wird das hervorragend gehen. Rausmachen ist relativ einfach. Einfach von hier unten einmal drücken. Hier entsprechend ein bisschen nachschieben. Rausnehmen. Fertig. Also ich finde, das Case ist ein sehr schönes, stilvolles Case. Und ja, kann ich durchaus empfehlen. Belkin Case. Belkin ist ja durchaus eine schöne Marke. Was das irgendwie im Laden kostet, habe ich keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es bekommen vom Felix. Und das wird Bestandteil werden eines Giveaways, das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Ja, das wollte ich euch nur mal kurz vorgestellt haben, damit ihr im Giveaway darauf zurückgreifen könnt, um euch dieses Case mal, wie gesagt, in aller Ruhe anzuschauen. Deswegen halte ich es hier auch nochmal schön in die Kamera. Zitter ich heute eigentlich auch so wie sonst? Ich glaube nicht. Ja. Also bitte keine deine Hände zittern. Fragen mehr. Die lösche ich nämlich alle. So. Geht mir nämlich auf den Keks. Ich zitter halt manchmal und manchmal nicht. Das hat nichts mit Nervosität zu tun, sondern mit einer Krankheit. So viel sei dazu gesagt. Und natürlich an Kälte, Kaffee, Schlafmangel. Sind sehr entsprechende Faktoren, die meine Hände zittern lassen, aber meine Hände zittern grundsätzlich. Heute geht es einigermaßen. Das nur mal nebenbei. Damit hoffe ich, dass die Frage nach meinen zitternden Händen geklärt ist und wir uns in Zukunft auf das Wesentliche konzentrieren und nicht auf zitternde Hände. Weil sonst mal im Channel zitterndehände.com oder so ein Scheiß. Gut, Case Review, das ist das Thema. Ja, Belkin Case kann ich immer empfehlen, ganz grundsätzlich, gute Marke. Und ja, wer noch wissen will, was für Cases ich sonst so am Start habe und was meine Meinung dazu ist, ich habe mal eine Top 10 gemacht, glaube ich, oder ja doch, Top 10 of Cases oder einfach nur The Top of Cases, wie auch immer. Link zum ersten Video da von der Reihe findet ihr hier und könnt euch da mal durchklicken. Alles, was ich zum Thema Cases zu sagen habe. In Zukunft werden natürlich noch ein paar weitere Case-Reviews folgen, ist klar.
Ja, damit sind wir wieder auf Kurs, würde ich sagen. Bis dahin und bis neulich. Euer Sting. Cheerio. Abonnieren, kommentieren, bewerten und weitersagen. Nicht vergessen. Ciao.